produzieren sie auch Beleuchtungskomponenten für Motorräder, unter anderem auch für BMW. Du drückst auf deinen Blinker, hast dein Licht nicht an, ja, und der Blinker blinkt gar nicht, du denkst, der blinkt, ja, und schon wirst du vielleicht im blödesten Fall übersehen. Wobei, so Plug and Play ist das alles auch nicht, weil wir haben auch eine Warnblinkfunktion. Ich will das natürlich auch noch in echt ausprobieren. Ja, man kann ja vielleicht auch den Lenker nicht unbedingt zu jeder Zeit loslassen und eine Fahrtrichtung anzeigen. Ja, guck mal, alleine, ja, wir haben was bekommen. Ich muss jetzt auf jeden Fall. Ne? Also das ist ja jetzt hier jetzt so kein Spiel, ist ja kein gewöhnliches Video, was wir jetzt gerade hier machen. Das ist jetzt heute schon, das muss man auch so sagen, das ist hier jetzt kein Witz, Leute. Das ist jetzt richtig ernst. Ne? Und wir haben heute hier richtig, wir wollen uns jetzt länger, wollen euch jetzt noch länger auf die Folter spannen und deswegen fangen wir auch nicht an. Genau. So. Ich habe aber was mitgebracht, 1 Cent. Und was das damit auf sich hat, das erfährst du nach dem Intro. Und hier ein weiteres Pfennig-Video. Nee, Pfennig, ich habe Pfennig gesagt, Alter. Der Euro ist doch schon 80 Jahre alt, ne? So, egal. Und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn. Danke, Dieter, und moin erstmal. Ja, ich habe gerade schon erzählt, ne? 1 Cent habe ich mitgebracht. Was es damit auf sich hat, wirst du gleich im Laufe des Videos erfahren. Und mich hat ein Paket erreicht, auf persönlichem Wege. Das muss ich dir zeigen. Also das kann ich dir nicht vorenthalten, weil das ist cool, das ist innovativ. Und ich glaube, das hat noch kein anderer Fahrradkanal auf diesem YouTube-Universum oder in diesem YouTube-Universum. Und ich habe ja gerade gesagt, auf persönlichem Wege hat mich dieses Paket erreicht. Und dazu muss ich erstmal sagen, vielen Dank an Herbert Baltrusch, der hat es nämlich mitgebracht. Der ist nämlich da draußen unterwegs für Busch und Müller und unter anderem auch für P&P-Sattel. Und er hat auch einen YouTube-Kanal, den kannst du auch finden unter P&P-Bequemsattel. Den findest du. Wenn du den suchst, dann findest du den Kanal. Stellt auch immer tolle Sachen vor, tolle Sattel. Da geht es auch viel so um bequem Sitzen. Von dem habe ich dieses tolle Paket bekommen. Ich habe gerade auch schon verraten, hier ist was drin aus dem Hause Busch und Müller. Und ich könnte jetzt den 23. Fahrradscheinwerfer auf diesem Kanal vorstellen. War ja auch ein wichtiges Thema in den letzten Wochen, so Fahrradbeleuchtung, welcher Scheinwerfer ist wirklich, welcher macht am meisten Licht und so weiter. Aber das Thema gut gesehen werden spielt eine große Rolle und das ging ja auch gerade durch die Medien, weil es sollen Blinker für Fahrräder und Pedelecs zugelassen werden. Als ich gehört habe, soll zugelassen werden, nämlich, es ist doch ein sicherheitsrelevantes Bauteil, so ein Fahrtrichtungsanzeiger. Warum muss der denn überhaupt zugelassen werden? Gut, ich weiß es nicht. Ich bin dafür auch nicht verantwortlich. Aber unsere Gesetzesverdreher, die arbeiten daran, die entwerfen noch einen Gesetzestext und es soll demnächst zugelassen werden. Und ja, wie soll es anders sein? Busch und Müller hat bereits ein Produkt, was dann auch zugelassen ist. Und weißt du, wer das noch hat? Also kannst du ja jetzt mal erraten. Wir müssen noch mehr reden, wir müssen das noch mehr in die Länge ziehen. Naja gut, aber es hat ja eine lange Vorgeschichte. Was soll ich denn machen? Und man muss ja erstmal verstehen, ich kann auch sagen, hier sind Blinker drin und die gucken wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Ja, das machen die anderen. Nee, aber hat denn der Herbert ein bisschen was erzählt, wie lange hat Busch und Müller, weißt du da was, wie lange haben die daran gearbeitet? Wie lange das gedauert hat, weiß ich nicht. Ich weiß aber, es wurde schon auf der Eurobike wurde das Ganze präsentiert und ganz viele haben gesagt, oh ja, interessant. Dann war da aber eine Hürde, das war der Preis. Mhm. Da haben viele gesagt, oh, für den Preis, da überlege ich nochmal. Und jetzt hat aber auch Busch und Müller festgestellt, seitdem es in den Medien ist und so weiter, das Ganze nimmt richtig Fahrt auf. Busch und Müller stellt Beleuchtung für Fahrräder her. Da war gerade eine Shopbestellung. Also falls du dich gewundert hast, was war das für ein Geräusch? Wir haben auch einen Webshop, da kannst du einkaufen. Da wird es dann auch diese Blinker geben. Aber Busch und Müller stellt ja unter anderem, also neben dem, dass sie Scheinwerfer für Fahrräder produzieren, produzieren sie auch Beleuchtungskomponenten für Motorräder, unter anderem auch für BMW. Und darum sind sie da auf dem Gebiet sehr erfahren. Und
darum gibt es dieses TurnTech, so heißt diese ganze Blinkanlage von Busch und Müller. Und ja, wie soll es anders sein? Busch und Müller ist damit der erste Hersteller am Fahrradmarkt, der sowas auf den Markt bringt, was zugelassen ist. Ich habe hier ein Riesenpaket. Hier habe ich eine Komponente von dem TurnTech-System. Und wenn du dir das mal anschaust, das ist wirklich sehr filigran. Das ist der Blinker vorne rechts, würde ich jetzt sagen. Und jetzt kommt auch wieder mein Centstück ins Spiel. Da kann man nämlich mal sehen, wie klein dieser Blinker ist und wie dezent er dann hinterher ist. Also fast so groß wie ein Centstück. Das finde ich schon beeindruckend klein in Wirklichkeit. Und der wird auch dezent am Lenker ja, fast unsichtbar sein, wenn er nicht an ist. Das finde ich schön. Und wenn er an ist, das sieht auch interessant aus. Sehen wir aber später. Wir packen das ganze Blinksystem jetzt mal aus, weil wie soll es anders sein? Ich habe natürlich eine Komplettausstattung bekommen. Freut mich auch sehr. Also vielen Dank auch an Busch und Müller, dass es überhaupt möglich ist. Und falls man sich jetzt fragt, so Busch und Müller, hat er ja schon relativ viel drüber gesprochen. Wenn du mal sehen möchtest, was Busch und Müller macht und wie da vorgegangen wird, wenn so ein Scheinwerfer hergestellt wird, dann schau mal auf diesem Kanal. Es gibt nämlich ein Video, sogar zwei Videos, also zwei Teile, wo wir wirklich in der Produktion bei Busch und Müller waren, wo wir uns das alles mal angeguckt haben, wo wir wirklich auch weit hinter die Kulissen gucken konnten. Und das ist extrem spannend, das Video. Also auch einfach mal spannend zu sehen. Auch mal auf dem Sonntagnachmittag, wo ich mal die Zeit dafür nehme, ist ein bisschen länger. So wie fast alle unsere Videos immer etwas länger sind. Ja, aber also, da wird auch immer viel geplaudert, viel Hintergrundwissen oder Hintergrundinformationen tauchen da dann einfach mal in irgendeinem Video auf. Darum macht es eigentlich immer Sinn, es von vorne bis hinten zu gucken. Und anhand der Kommentare merken wir auch, ob jemand das Video komplett gesehen hat oder vielleicht einfach nur vorgespult hat. Und ja, meine Meinung ist, einfach komplett gucken. Nimm dir die Zeit, ist immer ein guter Mehrwert dabei. Wir gucken weiter. Nee, doch, ja, ich zeige das. Das ist Blinker links. Und hier siehst du dann auch schon die Bedieneinheit. Also Blinker, Bedieneinheitskombination. Auch cool, auch schön. Hier mit einem sehr wertigen Schalter. So kennen wir das auch. Alles hergestellt in Deutschland. Dann gucken wir uns mal das Ganze für hinten an, für den Gepäckträger. Das sieht wirklich schön dezent aus. Das ist auch sehr dezent. Also als ich sie das erste Mal gesehen habe, es gibt ja schon Fotos und vielleicht auch ein Video auf diesem Kanal von Busch und Müller. Kann man ja auch sagen, die haben auch einen YouTube-Kanal. Und da wurde es schon mal vorgestellt, aber ich habe es jetzt mal hier in der Hand und ich versuche das ja immer auch ein klein wenig rüberzubringen. Wie fühlt sich das überhaupt an? Wie sieht das aus? Weil im Video siehst du es, aber ich kann dir auch erzählen, was ich dabei empfinde. Und ich kann sagen, wie bei allen anderen Produkten auch, es ist wirklich sehr hochwertig, fühlt sich gut an. Und ich finde, auf einmal nimmt dieses Thema Blinker am Fahrrad, also sonst habe ich immer gesagt, alles Spielerei. Und heute würde ich sagen, das ist wertig, das sieht gut aus. Und ich würde mich nicht wundern, wenn das in ein paar Jahren zur Standardausstattung eines Pedelecs gehört. So, weiter geht's. Also habe ich gesagt, wertig, fühlt sich gut an. Und dann habe ich noch jede Menge Kabelei dabei. Gehört ja auch dazu. Ja, da müssen wir schon fast mal ein bisschen hier intervenieren als Kameramann und so. Ich hatte ja direkt gefragt, wieso gibt es das nicht per Funk? Und da hast du ja eine schlaue Antwort gehabt. Richtig. Was habe ich noch gesagt? Du hast gesagt, dass das gar nicht straßenverkehrsordnungskonform ist. Genau, es muss halt, irgendwie muss ja eine Zulassung, muss es ja geben und per Funk, also diese Verbindung kann unterbrochen werden. Alles, was an so einem Fahrzeug montiert ist, muss normalerweise funktionieren. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber die hundertprozentige Funktion und die Zulassung, die würde ich behaupten und das wird auch ein Mitgrund sein, warum das System zugelassen sind und auch andere nicht. Weil es halt kabelgebunden ist. Da ist halt die Sicherheit am größten. Okay, die Erklärung war gut. Was ich jetzt noch für eine Frage hätte zusätzlich wäre, warum braucht so etwas überhaupt eine Zulassung? Ja, das
überlege ich tatsächlich dann manchmal auch, warum braucht das überhaupt eine Zulassung? Aber wenn wir uns, weil ein Fahrrad ist ja, hat kein TÜV, da gibt es ja keine technische Abnahme so gesehen. Aber es gibt ja etwas, damit dieses Fahrrad SDVZO-konform ist. Und dazu gehören ja zum Beispiel Speichenstrahler in einer bestimmten Farbe oder in einer bestimmten Anzahl oder auch ein Rücklicht oder auch ein Rückstrahler, ein Frontstrahler, ein Scheinwerfer und so weiter. Auch eine Klingel gehört ja dazu. Wir können ja uns nicht irgendeinen Scheinwerfer ans Fahrrad bauen oder irgendein Rücklicht, was Licht macht, weil wir könnten ja auch einen anderen Verkehrsteilnehmer damit blenden oder behindern oder wie auch immer. Und genauso wird es auch beim Blinker sein. Wir können einen Blinker dran bauen, aber wahrscheinlich, das weiß ich nicht genau, die Blinkgeschwindigkeit wird eine Rolle spielen. Also wenn man sich das mal beim Auto anguckt, die Autos blinken alle in einer ungefähr gleichmäßigen Geschwindigkeit, wenn man da mal drauf achtet. Ähnlich wird es auch beim Fahrrad sein. Wenn wir jetzt aber irgendwas haben, was wie so ein Stroboskoplicht blitzt, zum Beispiel, würden wir vielleicht auch wieder jemanden behindern damit. Dann hatten wir, weiß ich auch, es gibt vielleicht auch kabellose Systeme, wo man dann sagt, jo, wie ist das überhaupt bei so einem System? Also darüber hatten wir gerade gesprochen. Wenn wir jetzt uns mal vorstellen, das Ganze ist kabellos, du blinkst nach rechts, aber hinter dir, du guckst ja vielleicht in dem Moment gar nicht nach hinten, weil du sagst, ich habe ja Blinker. Du blinkst nach rechts, blinkt es aber nach links und du merkst das nicht, dann bringst du dich ja auch wieder zusätzlich in Gefahr, was ja eigentlich gar keiner will mit so einem System. Darum muss so ein System sicher sein. Darum wird es auch eine Zulassung benötigen, damit einfach du in Sicherheit unterwegs bist und auch niemanden anderes damit behinderst. So, und jeder, der sich jetzt schon seit ungefähr, ich weiß nicht wie viele Minuten fragt, ja, wie wird es denn jetzt angebaut, wie funktioniert das Ganze? Also, das ist jetzt ein wichtiger Punkt, den gucken wir uns einfach mal an. Hier gibt es Plus und Minus. Und rein theoretisch wird es einfach parallel an deine Lichtanlage angeschlossen. Also, je nachdem, was für Möglichkeiten du hast, hast du einen Bosch Performance Line CX Motor mit einem zusätzlichen Stromausgang für irgendwelche externen Verbraucher, was auch Blinker sein könnten, dann kannst du es auch darüber anschließen. Also wirklich ein ganz einfacher Kabelbaum. Das Kabel geht zur Stromversorgung. Wichtig ist, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen wird, dann muss die Beleuchtung vom E-Bike auf Dauer an sein. Das bedeutet, so bei Systemstart muss die Beleuchtung schon eingeschaltet sein. Es gibt ja immer noch Pedelecs, da kannst du Licht an, Licht ausmachen. In dem Fall sollte es aber auf Dauer an sein. Also Riso Müller E-Bikes sind zum Beispiel ab Werk schon auf Dauer an. Und bei anderen, da ist es immer unterschiedlich. Aber wichtig ist wirklich, Beleuchtung muss auf Dauer an sein. Sonst ist das Ganze wieder nicht zu 100% zugelassen. Sonst ist da eine Lücke im System. Weil dann haben wir wieder das Thema, du drückst auf deinen Blinker, hast dein Licht nicht an. Ja, und der Blinker blinkt gar nicht. Du denkst, der blinkt. Ja, und schon wirst du vielleicht im blödesten Fall übersehen. Also das Kabel kommt entweder parallel an die Lichtanlage oder du hast halt einen weiteren Stromausgang, wo du es halt direkt anschließen kannst. Dann haben wir das hier, ist die Lenkerseite, also das muss zum Lenker. Vom Motor quasi geht es hoch zum Lenker. Hier wird die Steuereinheit angeschlossen. Ich mache das auch mal. Also auch das, alles sehr hochwertige Stecker. Kann auch sagen, so, Pfeil auf Pfeil, wird einfach zusammen. Sitzt richtig stramm. Dann haben wir hier einmal eine Verbindung, da steht nichts dran. Hier steht Left. Jetzt muss ich immer überlegen. Das ist links. Da schließe ich den jetzt einfach mal an. Und das hier ist rechts. So, das ist schon mal angeschlossen. Und jetzt machen wir das Ganze hier hinten auch nochmal. Also das Kabel, das muss dann reichen bis zum Gepäckträger. Weil da wird letztlich diese Blinkanlage dann montiert. Hier haben wir jetzt auch wieder links und rechts. Ich schließe das mal an. Wir legen das auch mal so hin, wie es dann funktionieren könnte. So. Also praktisch jetzt rechts von mir aus gesehen, vom Zuschauer aus, ist das jetzt hier die Lenkerseite und das ist praktisch hinten die Gepäckträgerseite. Genau, Lenker, Gepäckträger, ist genau richtig. Ein weiteres Verlängerungskabel ist auch noch mit im Lieferumfang. Falls du jetzt ein Longtail-Bike hast oder wie auch immer, dann kann das ja mal sein, dass du ein bisschen mehr Kabellänge brauchst.
Andersrum könnte man vielleicht auch so ein Kabel verlängern, aber Plug and Play ist immer ein bisschen einfacher. Wobei so Plug and Play ist das alles auch nicht, weil ich will das natürlich auch montieren, das Ganze, und ich möchte es auch gerne vorführen, wie es funktioniert, wie es dann aussieht. Aber was wir jetzt erstmal machen, ich umgehe erstmal die Montage. Ich habe nämlich ein Netzteil mitgebracht und da schließe ich jetzt einfach mal die Blinkanlage an und ich arbeite in dem Fall jetzt mit einer Spannung von 12 Volt und jetzt wollen wir mal gucken, ob es funktioniert. Wenn ich einmal drauf drücke, dann haben wir, ja, wie soll ich das sagen, 10 Blinkvorgänge. Also es geht von selber wieder aus. Es blinkt 10 Mal und geht von selbst wieder aus. Wenn ich den jetzt 2 Sekunden gedrückt halte, dann dürfte er eigentlich anbleiben. Das ist cool, weil das heißt ja einmal dann beim Abbiegevorgang, wenn man fährt, braucht man nur einmal drücken und wenn man an der Ampel steht, die rot ist und abbiegen möchte, drückt man einfach 2 Sekunden und hat dann Dauerlicht und muss wahrscheinlich das nochmal drauf drücken, damit es ausgeht. Genau, wenn ich jetzt nochmal drauf drücke, so geht es nicht aus, aber genau, nochmal gedrückt halten und dann ist der Blinker wieder aus. Wir haben auch eine Warnblinkfunktion und die aktiviere ich, indem ich einfach den Links- und Rechts-Taster gedrückt halte und schon blinkt das hier wie verrückt. Gerade in einer Pannensituation, wie auch immer. Das war schön. Halt das doch mal ganz kurz bitte nochmal in die Kamera, weil man kann nämlich auch sehen, dass das echt schönes Licht ist. Es ist ein sehr auffälliges Licht. Ja, also cool. Damit wirst du sehr, sehr gut wahrgenommen. Ich will das natürlich auch noch in echt ausprobieren, aber dafür muss ich mir jetzt erstmal ein Fahrrad aussuchen, wo ich das montieren kann. Das zeigen wir natürlich, ne? Ja, aber nicht in diesem Video. Nee, nicht in diesem Video. Aber wir suchen uns zusammen ein Fahrrad aus. Das können wir auch zusammen machen. Ja, das können wir auch zusammen machen. Ja, meine erste Idee war ja ein Lastenrad. Ich möchte ja demnächst kein Lastenrad fahren, aber das Kabel, ne? Vielleicht sollte ich erstmal erzählen, dass ich zum Fahrradhändler meines Vertrauens gefahren bin. So als Zufall. Also, wie sollte das anders sein, um mir ein Fahrrad auszusuchen? Weil das ist ja jetzt ein bisschen komisch. Ich habe ja nicht 100.000 Fahrräder, die ich jetzt nehmen kann und sage, da baue ich die Blinker dran. Und da, um deine Frage zu beantworten, ich habe auch gedacht, ich könnte ja auch ein Lastenrad nehmen. Da sehe ich auf jeden Fall auch einen deutlichen Mehrwert so, weil die sind zwar auch groß, aber so Richtungsanzeiger, man kann ja vielleicht auch den Lenker nicht unbedingt zu jeder Zeit loslassen und eine Fahrtrichtung anzeigen. Darum finde ich, am Lastenrad ist es auch sehr, sehr vorteilhaft. Am normalen Fahrrad natürlich auch. Aber Lastenrad ist erstmal raus. Wir gehen mal rein. Moin. So, dann komm mal mit. Ah, und es gibt so schöne Fahrräder, ne? Ja. Also, ich könnte einen Stromer nehmen. Aber Stromer ist ein S-Pedelec. Da wollte ich es nicht dran bauen. Moin, Martin. Ja, ja, Martin, ja, nee, nicht verstecken. Hier, voll auf hier. Na? Ja. Ich könnte auch ein Stevens-Rad nehmen. Wäre eine Möglichkeit. Oder ein Simplon. Geht natürlich auch. Moin. Oder ich nehme was aus dem Hause H&F Nikolai. Wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube ja, dass ich mich schon entschieden habe. Lass mich raten. Ja, wie sollte das anders sein? Ich nehme Riese und Müller und da montiere ich das Turntech. Da macht das, glaube ich, am meisten Sinn. Steht das denn schon hier oder ist das noch ein anderes? Ja, ich habe mir schon eins ausgesucht. Ich glaube, ich nehme dieses hier. Ja, ich nehme das, ich nehme Charger 4 GT Touring. So, ich gehe noch mal kurz in die Werkstatt. Auf der Nummer von der Marke? Jo. Hier wird fleißig gearbeitet. Ja, und im nächsten Video, da montiere ich dann das Turntech-System an dem Charger 4. So ist der Plan.
Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Lass einen Daumen hoch da für das Video. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns schon in einer nächsten Folge. Bis dann.